Der schläft den ganzen Tag nur. Wenn du dem nicht erzählst, dass er atmen muss, fällt er hier reihenweise um. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Huch, ist das ein bisschen dunkel, das Bild? Ich habe da ein bisschen rumgespielt irgendwie. Ich glaube, das ist ein bisschen dunkel. Das gucke ich mir gleich mal an. Ansonsten, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wollte ich noch etwas erzählen? Ich wollte erzählen, was wir heute machen. Wir sind jetzt gerade dabei, das nehmen wir natürlich nicht auf. Das ist jetzt hier nur so ein Side-Info für euch. Wir machen jetzt hier Sigipedia-Videos. Da wollen wir so ein paar Erklärvideos machen. Ein bisschen was vorbereitet hier. Und das steht jetzt an. Und danach fahren wir zur Hefele heute. Da wollen wir uns mal die Ausstellung angucken. Da wollen wir mal schauen, was da so geht. Und dann nehmen wir euch auch mit, ne? Weil da kenne ich ja nichts. Wir wollen ja hier Vlogs machen, ne? Und ihr wollt wissen, was hier so abgeht. Guck mal hier, die Platte. Die sieht inzwischen auch ganz gut aus. Das bleibt natürlich nicht so. Wir müssen immer übers Niveau kippen, damit alle Risse, weil du kannst diese kleinen Risse hier nicht einzeln verkippen oder vergießen, das geht nicht. Deswegen macht man einmal komplett über Niveau. Man sieht ja auch, das sackt immer ordentlich nach, hier überall, ne? Weil das in die Löcher reingeht, in die kleinen Ritzen, das zieht ins Holz rein. Und dementsprechend, ja, ne? Epoxy ist ja auch immer so ein Thema. Bekomme ich natürlich auch Nachrichten so, ja, jetzt machst du da Sondermüll draus und so. Ja, ich verstehe euer Anliegen, beziehungsweise euer, das sind nicht viele, die das schreiben, weil das ist ja nun auch eine gängige Art, das eben zu versiegeln, also diese Risse auszugießen. Weil das Problem ist einfach, wenn ich den Tisch nachher als Tisch benutze und dann kippt mir die Erbsensuppe drauf aus, was schon passieren kann einfach, dann ist das irgendwie ein bisschen ärgerlich, weil dann ist das Ding, ist die Platte halt im Sack. So, das ist blöd. Klar kann ich jetzt sagen, ich möchte das ausspachteln. Wenn ihr jetzt anfangt, solche Risse auszuspachteln, Spachtel ist meistens farbig und dann gibt es nicht durchsichtig oder zumindest nicht geil durchsichtig. Ja, das sieht aus wie Hund dann. Also wirklich, das und kein schöner Hund. Und das ist natürlich auch nicht schön. Und wenn ihr das Ganze, ich habe es mit Shellac schon mal ausprobiert, das wäre ein bisschen natürlicher, funktioniert halt auch nicht. So, wenn ihr eine Alternative kennt, die ökologisch ist, haut's mal raus. Ansonsten dieses Sondermüll, Ding ist eh immer schwierig, weil wenn ihr es genau nehmt, ist halt Leim, ist auch immer Kunststoff, den ihr da einbringt. Außerdem nutzt natürlich irgendwie Knochenleim oder sowas. Bin ich ehrlich, machen die wenigsten. Ist so, ne? Macht keiner. Also ja, manche machen das mal so, um zu restaurieren oder um zeitgemäß das ganze Möbel, ne, aufzuarbeiten oder sowas. Aber in der Regel wird ja doch einfach kein Knochenleim mehr benutzt oder Fischleim oder wie auch immer. Gibt ja ein paar Sorten. Inzwischen hat man dann so gelernt, dass das tatsächlich mit diesem Epoxy immer gut funktioniert. Aber natürlich, ja, ist das natürlich nicht die ökologischste Variante, was man mit Holz macht. Andererseits hält diese Platte auch, ich würde mal sagen, so 200 Jahre, weil ist einfach so. Ist halt auch nicht irgendwie so ein Wegwerfprodukt von so einem günstigen Möbelhaus, sondern das ist halt auch eine Platte, die benutzt du halt im besten Falle bis zum Ende deines Lebens. Ne? Das ist so ist es nämlich. Und dann lässt sich natürlich auch wieder über Nachhaltigkeit streiten, wie man das Ganze definiert. Ich will es nicht schönreden, ne? Also ich werde jetzt nicht sagen, dass Epoxy hier das Mittel der Wahl ist immer und sowieso das Geilste. Aber das ist ja genauso, wenn ich was lackiere, dann ist das halt auch nicht mehr ökologisch, ne? Also in der Regel ist Lack auch nicht so ganz geil für die Natur, wenn man es jetzt so nimmt, ne? Deswegen ist es immer schwierig, gleich das so abzutun, das wollte ich damit sagen. So, jetzt haben wir auch genug gequatscht. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wir werden jetzt unsere Sigipedia-Videos drehen. Die wird es nämlich in der Zukunft donnerstags geben. Jetzt gab es Donnerstag einen Vlog. Aber in Zukunft kommen die donnerstags, dienstags kommt ein Vlog, sonntags kommt ein Vlog. Das ist das große Ziel. Mal gucken, wie es läuft. Wenn Herbert hier die ganze Zeit nur mit Händen in der Tasche stehen und Kaffee trinkt und Spezi, dann sag ich, wie es ist. Du musst die Sachen festhalten, die du verbrauchst. Wo hast du den denn schon wieder hin? Den hast du da hinter das Brett gelegt. Das glaube ich nicht. Das warst du. So, Herbert, komm, wir müssen drehen. Wir müssen drehen. Abdrehen. Schließ mal die Mädchen im Zimmer. Alles klar. Okay. Saudrecks aufgeräumt. Wie soll ich das Brotdose, Alter? Geil. So, auf geht's hier. Abfahrt zu Hefele. Da ist mit Ketchup im Gesicht hab. Gerade noch Mittag gemacht. Frühstück meine ich. Abfahrt. Wo fahren Sie hin heute? Ja, fahren wir heute nach Kalkkirchen. Nach Kalkkirchen, nach Kaki. Nach Kaki ist aber heute. Wir fahren nach Kaki zu Hefele. Was machen Sie da? Und dann gucken wir uns mal an, was Sie so haben. Ich habe gehört, Sie haben so Sachen, da kannst du den Schrank mit aufmachen. Beschläge und sowas. Griffe? Griffe haben die auch. So was gibt das? Ja, das ist nur Licht. Licht. Ganz viel Spielkram. Jetzt gucken wir uns mal an. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind hier bei herrlichstem Wetter in Kaltenkirchen gelandet und dann wollen wir uns das mal angucken hier. Ich laufe natürlich noch nicht filmend rein. Ich will die Leute hier nicht so erschrecken, dass wir hier anfangen zu filmen, sondern ich nehme die Kamera erstmal mit rein, dann kommen wir an, dann schnacken wir und dann filmen wir nachher ein bisschen was und zeigen euch was. Ne? So machen wir das. Felix ist bereit. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Täglich
Grüßt das Murmeltier. Herzlich willkommen im selben Vlog zu einem neuen Tag. Wir waren gestern bei Hefele, haben uns da ein paar Sachen angeguckt und tatsächlich war der Tag dann irgendwie so zerschossen, dass wir gestern auch nicht mehr viel gemacht haben und uns eher so ein bisschen in der Orga verwirklicht haben. Wir hatten nämlich noch einen Kundentermin. Ich hatte euch ja den Wagen gezeigt. Da mussten wir noch ein paar Sachen, ich mach mal so, dann kann man mich auch sehen, ne? Wir hatten noch einen Kundentermin und da haben wir den Wagen, den Jeep, den wir da ausbauen sollen, den hatten wir uns mal angeguckt zusammen. Dann haben wir zusammen dann eine Pappschablone reingelegt und uns ein paar Sachen überlegt und besprochen. Mit dem Kunden. Und ja, das ist alles sehr gut gelaufen. Jetzt stehen so ein paar Projekte an. Wir haben jetzt ein bisschen Material da. Wir müssen nachher erstmal ein bisschen sortieren unten, dass die Sachen aus dem Weg kommen. Und ja, dann gucken wir mal, ne? Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Es ist 6:30. Ich bin schon eine Stunde hier tatsächlich. Felix, der trudelt hier auch gleich ein. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie wir den Tag hier heute gestalten. Ich muss noch ein paar Dinger, paar Sigipedias drehen. Das will ich gleich schnell erledigen. Wir wollen auf jeden Fall sehen, dass wir heute mal ans Holz kommen. Ja, ne? Und ich hoffe, euch gefallen die neuen Vlogs. Es macht tatsächlich richtig Bock. Lasst gerne mal Feedback in den Kommentaren da. Weil das ja doch immer interessant ist, was ihr davon haltet. Uns macht es richtig viel Spaß, deswegen soll das eigentlich auch der Tonus sein, der jetzt bleibt. Wie man ein Schneidbrett baut, das wisst ihr. Wenn wir mal eins bauen, zeigen wir es auch. Aber diese klassischen Videos hier, How to do und so, ja, weiß ich nicht. Fühlen wir irgendwie nicht so. Dann erklären wir euch das lieber hier im Alltag, was wir so machen. Und dann kann man darüber schnacken. Ne? Und wenn ihr mal was habt, schreibt das auch in die Kommentare. Fragen, Anregungen. Dann können wir auch mal drauf eingehen und auch mal ein Projekt danach steuern, ne? Weil der Vorteil ist natürlich, da wir ja Social Media machen und auch Partner haben, haben wir ein bisschen mehr Freiheit als jetzt das normale Tischlergeschäft. Das heißt, wir können hier auch mal Sachen machen, ne? Die macht halt nicht jeder so. Das heißt, da haben wir ein bisschen mehr Freiheit. Ja, so, ich mache jetzt erstmal einen Kaffee. So, ich bin hier gerade bei einmal fix die Dateien hier zuzuordnen und naja, wie das dann so ist, ne? Felix, der ist auch schon fleißig. Hände aus den Taschen. Hab ich doch. Mann, ey, ist immer das Gleiche mit ihm, jeden Tag. Jetzt haben wir die Blende falsch eingestellt gehabt. Wir haben 8 Videos vorgedreht, 7. Und war die Blende auf 7.1, Alter. Das sind so Sachen, das sind so Tage, die ganze Woche kannst du schon wieder in die Tonne treten. Ja. Alles für den Arsch. Gestern Termin. War nix. War viel Hoffnung und wenig Output quasi. Ja. So, hier guckst du, Platte. Sieht an sich gar nicht schlecht aus, da nicht wundern. Da haben wir mal Probeschliff gemacht, ob das schon funktioniert. Weil wir haben leider ein bisschen verkackt. Sag ich jetzt mal so, wie es ist. Wir haben nämlich, leider ist unsere Waage ja kaputt gegangen. Wir hatten keine andere Chance. Wir hätten uns eine neue Waage besorgen müssen. Haben wir nicht gemacht. Wir haben gesagt, alles klar, Messbecher. Wir schaffen das. 50, also hier 1:2 mischen. Kein Ding. Bin der Meinung, wir haben leider ein bisschen zu wenig Härter drin, beziehungsweise oder zu schlecht gemischt. Dementsprechend ist das immer noch nicht so hundertprozentig ausgehärtet. Es wird von Tag zu Tag härter. Dementsprechend haben wir die Hoffnung, dass es ein bisschen Mischung aus Temperatur hier in der Halle ist, die auch relativ, ja, es sind halt vielleicht 15 Grad oder so. Dementsprechend ist das nicht so ganz das Ding, das Epoxy gerne haben will beim Trocknen. Mir fehlen hier die Worte. Ich habe den ganzen Tag schon gesammelt. Der hat die Handy den ganzen Tag in der Tasche. Dann sind die Akkus von den Scheinwerfern hergegangen. Die Cola schmeckt komisch. Und da hinten hat er auch noch einen Haufen hingelegt, wie der letzte leere Ding hier, da wo ich immer drüber stolper. Diese Platte, die wird jetzt von Felix eigenhändig mit beiden Händen, die nicht in der Tasche sind, oben vor unsere wunderschöne Heizung im Aufenthaltsraum gestellt. Die wollen wir einfach nochmal richtig schön mit Hitze vollpumpen. Und außerdem ist es oben sowieso immer ein bisschen wärmer. Damit die jetzt nochmal einen Tag Hitze kriegt, dann können wir die nämlich morgen weiter bearbeiten. So. Hier sieht man, wir haben da drunter jetzt kein krasses Nest gehabt oder so, sondern das ist natürlich ein bisschen drunter gezogen, das ist normal. Ich sag mal, da hast du teilweise Kapillarwirkung und teilweise aber auch einfach, weil hier zum Beispiel sieht man, da fehlt ein bisschen Niveau. Das füllt dann das Epoxy aus, das ist auch völlig normal. Aber eben nicht, dass man jetzt sieht, oh, die Platte lag gar nicht auf, sondern du hast doch richtig so einen Placken. Haben wir nicht. Und das macht es dann nämlich nachher einfacher, um das Ganze durch einen Schleifer zu schieben. Dann schleift sich die Platte nicht schief. So, mein kleiner Hobbelhase. Hobbelt. Wie ist das denn mit zwei Händen so? Mit zwei Händen? Ja. Ist gut. Ist gut? Ja. Schön. Trägt sich angenehm. Ist ein ganz anderes Körpergefühl, oder? Fühlt sich gut an. Falsches Büro. Na, also mit den Händen. Falsches Büro. Oh, wolltest du bei mir reinpacken? Ja, vor die Heizung, Mann. Ach ja, du hast ja nur so ein. Ich habe gar keine Heizung. Oh, guck mal hier, unser schöner Aufenthaltsraum. Hier macht Felix sich immer 16 Eier morgens. Mit Huhn. Mit Huhn. Halb so angebrütet. Und da ist unsere neue, wunderschöne Infrarotheizung. Und hier darf die Platte Bubu machen. Dass sie nicht ganz so doll einseitig Wärme kriegt. Und so ein bisschen gut, ja, schön krumm werden lassen. Das ist perfekt. Vielleicht müssen wir die gar nicht an die Heizung stellen, sondern vielleicht wirklich einfach so. Einfach nur in den Raum hier. Weil dann lassen wir die Heizung heute Nacht einfach an. Ja.
Entschuldigen Sie, haben Sie auch Chibab-Shishi? Ich habe den gesammelten Dreck der letzten Tage zu einem riesigen Haufen gekehrt, um diesen bei Zeiten mit einer Schaufel und einem Besen aufzunehmen. Bei Zeiten? Ich habe Felix gerade gefragt, ob da Eisen drin ist. Felix hat eine Schulantwort für euch. Ich hatte eine Schulantwort, ich bin das wandelnde Lehrbuch. Nein, in Eiche ist natürlich meistens kein Eisen drin. Also ich habe es ein, zweimal erlebt, dass da Eisen drin ist. Aber Eisen und Eiche, Gerbsäure, das reagiert natürlich miteinander. Und wenn das dennoch in die Kammertrocknung kommt, das feuchte Holz, dann kannst du die ersten 50 cm wegschmeißen, weil das alles schwarz wird. Ne? Deswegen Eiche, kein Eisen. Vielen Dank für diesen Beitrag. Wir gehen zurück ins Studio. Felix und ich werden jetzt die Eiche hier mal richtig schön auseinanderkloppen. Holz immer so groß wie möglich lagern. Weil dann könnt ihr natürlich dementsprechend auch große Teile draussägen, ne? Guck mal, so sieht's draußen aus. Da schläft Felix drin und da schlafe ich drin. Wenn wir uns mal wieder nicht benommen haben. Wenn wir mal wieder in der Wäsche schlafen müssen. Leute, ich sag's, wie es ist. Besten Sprüche. Verpasst ihr eigentlich immer. Die sind off-cam. Das muss man bei Felix wirklich mal sagen. Also der holt da einen, der hat Sprüche in petto. Da schlackern einem die Nasenhaare. Ist das, wie es ist? Ja, ich würde sagen, die packen wir jetzt erstmal beiseite, weil... Ja, dann lass uns die erst damit gegenstellen und nachher ganz vorne vorstellen. Damit sie nicht so weit weg ist, ne? Yes. Der Typ, ne? Na, bist fertig mit Wein, oder? Jetzt haben wir mich ja die ganze Zeit gehört. Junge, Alter. Was war da los? Ich glaube, das war irgendwie ein Fledermaus oder so, echt. Da ist mir locker, oder weiß ich nicht, ein Stein oder so ein großer. So ein großer. Direkt ins Auge. Direkt ins Auge. Aber jetzt können wir weiterarbeiten. Oh, ich mach Feierabend. Besäumen könnt ihr natürlich grundsätzlich mit Fritz und Franz. Ne? Also hier, ihn hier und den, das Gegenstück da vorne. Aber wir haben hier so einen charmanten Niederhalter. Das ist halt noch viel geiler, weil dadurch, selbst wenn es ein bisschen rund ist und so, dann hält das einfach wirklich fest und ihr habt da kein Problem auf der Säge, dass das Ding sonst wohin hüpft. Ne? Bist du Fan von? Das ist eine schwierige Sache und ihr könnt sicher auftrennen. Das ist ganz toll. Und das machen wir jetzt. Wir machen uns jetzt schön die Riegel fertig. Die macht man sich jetzt natürlich erstmal grob fertig, weil das Ganze muss noch gerichtet und gefügt werden. Das war mal eine ordentliche Hubelage. Jetzt haben wir hier folgendes Problem. Zeige ich euch. Das Holz habt ihr, ihr habt große Riegel, dicke Riegel, habt ihr abgerichtet, ist alles absolut schier gerade, Leimfuge passt. Ihr denkt, ihr habt Geburtstag. Und dann habt ihr das ausgehobelt. Wir haben leider eine Bohle genommen, wissen wir auch, das ist jetzt nicht super. Wir haben viel Späne produziert leider, das ist ein bisschen blöd. Aber auftrennen hätte sich nicht gelohnt, dann hätten wir nicht das rausgekriegt, was wir brauchen. Und jetzt haben wir natürlich eine halbe Bohle weggehobelt. Das ist natürlich immer ein bisschen doof. Ne? Aber es war alles da, was wir an Eiche hatten. Und ich muss zwischendurch mal Luft holen. Schon wieder so viel geredet hier. Guck mal, und dann passiert nämlich genau das. Siehst du das? Das ist nicht vom Weitwinkel, sondern das ist tatsächlich echt eine Banane geworden. Ist wirklich kacke. Und das Ding auch. Und das liegt daran, wenn im Holz einfach noch so richtig Spannungen drin sind. Deswegen wäre auftrennen schlauer gewesen. Auftrennen, Tag liegen lassen und danach nochmal abrichten. Wobei, natürlich muss man auch sagen, in der Länge kriegst du das niemals abgerichtet. Weil das biegt sich wie ein Lämmerschwanz, egal wo du drückst. Und das kriegst du dann nie hin. Und dann bleibt am Ende nachher so viel über. Die Mitte ist dann noch ein bisschen dicker, aber das ist alles Käse. Deswegen würde es sich hier anbieten, oder hätte es sich auch noch angeboten, vorher die ganze Nummer klein zu hacken. Wir haben aber das Special, was wir eigentlich wollen. Wir wollen das Ganze, wir wollen die Maserung umlaufend machen nachher. Und deswegen konnten wir das nicht machen. Kannst du auch vorher nicht ahnen. Nee, genau. Und deswegen war natürlich jetzt so ein bisschen die Gefahr dabei, weil wir so dünne Scheibchen draus machen. Aber wir kriegen das hin. Wir werden ja nach Verleimregel verleimen. Das heißt, wir stürzen den ein und also drehen den ja, sodass es mit dem Jahrring passt. Und dann läuft der Lachs, ne?
Ich weiß auch nicht, ich habe noch heute so einen Sabbelflow hier. Ja, wird jetzt natürlich eine nicht so actionreiche Verleimung, weil wir haben jetzt zwei so eine Riegel, ne? Was? Unser Problem ist jetzt beim Verleimen, wir müssen das natürlich ein bisschen hindrücken hier. Ja, jetzt überlegen wir, wie wir das machen, ob wir da Lamellen reinjagen oder ob wir es mit Dominos machen. Natürlich müssen wir dann vorher überlegen, wo wir sie hinmachen mit Ablenken und so. Das ist dann natürlich ein Problem, ne? Weil wenn du nämlich hier jetzt, zum Beispiel ein Lamello reinknödelst und nachher da ablenkst, dann guckst du auf so einen halben Keks. Das sieht natürlich aus wie Arsch. Ist nicht so gedacht, sag ich, wie es ist. Noch ein Problem ist ja auch, wenn der Kollege dann das eine Brett auf 23 runterholt und das andere bei 26 stehen lässt. Echt? Ja. Ja, dann müsstest du das wohl nochmal durchschieben. Das riecht schon wieder nach Überstunden. So, wir haben uns jetzt doch entschieden, das stumpf zu machen. Felix sagt, wir haben so viel Übermaß, das ist kein Problem. Deswegen irgendwie das so, da müssen wir uns keine Gedanken machen, wo wir dann nachher sägen. Ne? So, jetzt kommt ein bisschen Suppe drauf und dann ist Abfahrt. Jo. Halben Millimeter pro Seite haben wir. Halben Millimeter? Halben Zentimeter. Halben Millimeter. Nö, wenn wir einen halben Millimeter Übermaß haben, das reicht ja dreimal. Halbert. So, meine Lieben, wir haben es verleimt. Es ist vollbracht, es sieht schier aus, kannst nicht quaken, Millimeter Versatz. Und an dieser Stelle möchte ich mich jetzt für heute bedanken, verabschieden. Ein inneres Blumenpflücken war es mir trotzdem heute. Felix hat jetzt auch Feierabend. Ich wünsche euch auch einen schönen Feierabend. Bist du noch zu hören? Das war heute ein bisschen wuseliger Vlog, aber so ist es eben auch. Das gehört dazu. Ihr wolltet sehen, was hier so passiert über Tag. Ihr habt ja noch nicht mal alles gesehen. Wir waren bei Hefele, wir waren hier ein bisschen in Gang. Wir waren, was haben wir noch gemacht? Auf der Autobahn. Auf der Autobahn. Und wir haben Brötchen gegessen. Also eigentlich hat alles hingehauen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Vlog. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da. Aktiviert die Glocke, ganz wichtig. Und tschüss. Beim nächsten Mal wird hier wieder weitergewühlt, ne? Tschüss.